Mehr als 80.000 Diebstähle wurden im Jahr 2015 in Köln zur Anzeige gebracht. Selten ging es dabei allerdings um ein so ungewöhnliches Objekt der Begierde wie in diesem Fall für Cornelia Bauer und Klaus Wiebel. Wir probieren das auf jeden Fall. 15:23 von Arnold. Besser als stehen bleiben. Also komm, für den 15:23. Wir können auch laufen. Fahrt in die Geibelstraße, Höhe Haus Nummer 16. Frau Völker meldet einen Diebstahl. Sonderrechte frei. Verstanden. Die Tat hat sich am helllichten Tag auf offener Straße ereignet. Anstatt seinem Opfer die Handtasche oder das Mobiltelefon zu stehlen, hatte es der Täter auf etwas sehr Spezielles abgesehen. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben angerufen? Ja, mir wurden gerade die Schuhe geklaut. Von die Schuhe? Ja, meine Ballerinas. Und dann kommt so ein Irrer und klaut mir einfach meine Schuhe. Das heißt, er hat sich mit Gewalt ihre Schuhe genommen? Ja, genau, mit Gewalt. Und sind Sie verletzt? Nee, ich bin nicht verletzt, aber ich bin nur sprachlos. War der zu Fuß, Fahrrad, Auto? Zu Fuß. Wie sah der denn aus? Welche Richtung? Also der war ein älterer Herr, so um die 40, hatte eine schwarze Jacke und so bedeckte Farben, so braun. Also nichts Auffälliges. In welche Richtung ist er? Auf jeden Fall in die Richtung. Und da war noch so ein Zeuge, der ist irgendwie gleich hinterhergerannt. Wie sich wenig später herausstellt, hat sich der Zeuge damit einer großen Gefahr ausgesetzt. Der Schuhdieb hat ihn nämlich brutal niedergeschlagen. Ich habe eine Frau schreien gehört, wollte der helfen. Kam so ein Typ vorbei, hat mir das über den Kopf gezogen vor ein paar Sekunden. Ich war mit dem im Kampf drin gewesen. Im was? Im Kampf drin gewesen, weil der hatte die Frau angefallen, soweit ich das sehen konnte. Dann hat er mich angefallen, als ich die Frau retten wollte. Und so läuft hier mit Plastiktüten durch die Gegend, also völlig seltsam. Hat ihn einer aufs Auge gehauen? Ja, hat mir aufs Auge gehauen. Ich bin völlig benebelt. Oder was? Ja, genau. Also. Okay. Ja, der Herr Pohlmann, unser Retter hier, der konnte auch genau sagen, in welches Haus der Täter gelaufen ist. Ja, ich meine, grundsätzlich ist natürlich Zivilcourage eine gute Sache, aber man muss auch wissen, wann es aufhört. Wie auch hier gesehen, kann es immer zu gefährlichen Situationen kommen. Ja, ich meine, genau in dieses Haus da rein. Hier der erste Eingang? Rein. Ja. Okay, alles klar. Gut. Dann gehen Sie mal Richtung Fahrzeug, setzen Sie sich mal dazu. Okay. Ja, die Geschädigte sitzt da, aber wir kommen gleich zu Ihnen. Cornelia Bauer und Klaus Wiebel folgen der heißen Spur. Dort erwartet die Polizeihauptkommissarin jedoch zunächst die anscheinend überforderte Mutter eines Teenagers. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Die Polizei. Dürfen wir mal einen Schritt reinkommen? Bestimmt wie mein Sohn Michael. Das wissen wir auch nicht so genau. Ja. Was? Mein Sohn hat letzte Woche eine Anzeige von Sachbeschädigung eingeholt. Und, ist er denn da? Mein Sohn ist da. Na, jetzt ist er momentan, der ist ja 60, Teenager, ist eine schwere Zeit und ich als Mutti ist auch ganz schwer. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt schon tun könnte und was. Können wir vielleicht mal mit ihm sprechen? Er ist ja zu Hause. Kommen Sie ja, natürlich das, gerne das rein. Das wäre schön. Danke sehr. Einfach hereinspazieren. Jawohl, danke. Obwohl die Beschreibung des Schuhdiebs nicht auf einen Teenager passt, nehmen die Beamten den jungen Mann unter die Lupe. Was wollen Sie jetzt von mir jetzt? Wir suchen jemanden, der draußen auf der Straße rumläuft und... Naja, ich war ganz weit zu Hause, können Sie auch meine Mutter fragen. Bin noch nicht ganz fertig gewesen. Der draußen auf der Straße rumläuft und zum Beispiel Frauen die Schuhe klaut. Ich war auch kein Dieb, also ich habe hier nichts gemacht. Haben Sie nichts gemacht? Ich war ganz weit zu Hause, also ich vielleicht weiß es gar nicht. Außer dazu irgendwelche Wände besprühen oder was? Ach, das sind einfach nur so ein paar Sammlungen, so. Muss ich gerade auf der Karte aussuchen, welche nächste Wand zu besprühen? Nee, ich habe jetzt für die Schule gelernt und so. Ja, also Erstkunde und sowas halt. Mhm. Hast du die Beschreibung ja gar nicht Er war drauf, ja ganze Zeit ne? zu Hause. Also wir sind ja nicht rausgegangen. Wir waren ganze Frau, Zeit wie ist denn eigentlich Ihr Name? Mars oder Hella oder was stand jetzt? Hella? Ja. Mhm. Ich bin ja Mar und das ist Michael, mein Sohn. Ja. Wohnt hier noch irgendwer? Nö, also mein Sohn ja, Michael. Ja, mein Mann Felix und ich und sonst niemand ja hier. Der Ehemann erregt die Neugier der Beamten. Die Suche nach ihm führt die Polizeihauptkommissare ins Untergeschoss des weitläufigen Hauses. Der Keller befindet sich hier. Ja. Aber ich bin mit Wir gucken. Okay. Na, jetzt ist der nächste eingesperrt oder was? Wo kam der denn her? Wir sind auch noch nicht genau. Hallo? Hallo, hier ist die Polizei. Kollege, ich habe Angst. Nee, warte mal, andere Richtung, oder? Von wo kommt das? Ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube hier. Das ist ein... Hallo? Schatz?
Machen Sie mal auf. Felix, bist du da? Guten Tag. Ja, guten Tag. Was hier ist die Polizei. Ja, dann frage ich Sie. Was machen Sie? Gehen Sie mal einen Schritt zurück. Das ist privat. Was ist mit meinem Mann? Ja. Das ist privat. Ja, 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 das sehen das wir bleibt, dann gleich. Das bleibt ne? auch privat. Gibt es den ganz ruhig. Verdacht einer Straftat oder einen Durchsuchungsbeschluss? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir würden Sie ganz gerne mal fragen. Ja, ja, genau darum, geht's. Gehen Sie mal gehen da aus Sie mal der Ecke raus. Zur Seite. Das ist privat. Ja, das will ich auch gar nicht wissen. Kommen Sie mal, kommen Sie, setzen Sie sich ruhig mal hin. Ja, bleiben Sie mal ruhig. Setzen Sie sich mal hin, beruhigen Sie sich mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir klären das alles. Ja? Sie gehen raus. Darf ich ja hier bleiben? Nee, Sie gehen jetzt Nein, mal raus. Sie gehen, mal raus. Gehen Sie raus. Was ist denn Ihr Name? Hellas. Herr Hellas, was ist denn los mit Ihnen? Was sind Sie denn so nervös? Beruhigen Sie sich mal. Oh Gott. Das ist privat. Herr Hellas. Herr Hellas. Was ist los? Die Schuhe haben Sie doch eben gerade einer Frau geklaut, ne? Draußen oder? Auf der Straße läuft eine Frau rum. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Die Beschreibung passt auf Sie. Es läuft eine weitere Person rum mit einem Plastikbeutel über dem Kopf. Die Beschreibung passt auf Sie. So, jetzt sind Sie dran. Was spielt sich hier ab? Es tut mir leid. Ja, glaube ich Ihnen. Was Sie haben ein Schuhproblem, ne? Oder ein Fetisch oder was weiß ich, was für ein Problem. Also irgendwas ja, stimmt doch hier nicht. Ich in meinem spießbürgerlichen Leben einfach die Schnauze voll hatte. Schnauze voll? Ja, und dann kam ich auf diesen blöden Fetisch mit den Schuhen und. Und irgendwann, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe die normalerweise immer bestellt übers Internet und habe dran geschnüffelt. Wir sind alle eingetütet. Machen Sie ruhig, gucken Sie ruhig. Jetzt sind Sie ja eh da. Ist hier ja. los. Ja, ich guck mal, ne? Cornelia Bauer traut ihren Augen nicht. Der Schuhfetischismus hat den Mann offenbar ein Vermögen gekostet. Ja, aber haben Sie sich ja nichts dabei gedacht? Sie haben die Schuhe gesehen, fanden die klasse oder ja, fanden Sie die Frau klasse? Also die Schuhe. Also, ja. Okay. Ich dachte, die müssen gut riechen. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Das kommt doch nicht noch mal vor. Das waren Sie. Können wir Ihnen jetzt glauben, das können wir aber auch sein lassen. Herr Kollege, ich glaube, wir nehmen mal mit, ne? Oder? Ja. Ich glaube, wir sollten mal auf die Wache fahren und dann sollen wir mal gegebenenfalls einen Arzt rufen. Und der guckt mal, ob das alles so richtig ist mit Ihnen. Das Problem Herr ist Lars, haben Sie einen Ausweis irgendwo? Hier zufällig ist das Ihre Jacke? Ja. Da lächelt mich schon was an. Ja, danke. So, die Sachen, aber Ihre Frau, die weiß da nichts von, ne? Nein, das wäre auch. Na, jetzt ist es nicht zu spät. Das ja, jetzt ist es zu spät, das stimmt. Ja, wir haben natürlich hier oft auch polizeilich, die Leute Doppelleben führen. Für mich immer wieder total suspekt, dass wirklich die Parteien da überhaupt gar nichts merken. Also sprich Frau oder Mann. Aber natürlich ist das für uns nichts Ungewöhnliches. Was machen wir denn im Rest hier? Die können wir zuordnen. Ja, also ich sehe da ist unser Auto voll. Das alles nee, können wir jetzt mitnehmen. Wir fragen gleich mal K, ne? Ja, wir stellen die hier rein. Wir gucken mal, ob wir den Raum, den können wir abschließen. Dann schließen wir den ab. Und dann wird sich zeigen, was weiter passiert. Okay, ja. Die können wir zuordnen hier. Das kriegt die junge Frau wieder. Das sind die, können Sie das bestätigen, die Sie der jungen Dame eben auf der Straße... Gut, haben Sie denn dem Mann noch einer für Glocken gehauen? Was soll denn das denn? Ja. Das wollte ich auch nicht. Das war auch das erste Mal. Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Ja, das und die Tüte auf dem Kopf, war ja, ist das jetzt ein neuer Fetisch? Nein, das war keine Mordabsicht oder irgendwas dabei. Das ist ad hoc. Im Affekt ist das passiert. Ich wollte, dass keiner von diesem Geheimnis erfährt. Bevor es für den Mann zur erkennungsdienstlichen Maßnahme Richtung Wache geht, müssen die Beamten seine Frau über die krankhafte Vorliebe ihres Mannes aufklären. Die Dame hatte keine Ahnung von der ungewöhnlichen Präferenz ihres Gatten. Okay, dann darf ich Sie bitten, mal das Fahrzeug kurz zu verlassen. Dankeschön. Bitte. Okay, den Herrn Heller rein, bitte. Dieses Schwein. Ich muss eben kurz abtasten. Ja. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir das als sehr ernst bewerten. Denn wie der heutige Fall gezeigt hat, hat er einen Raub begangen. Das heißt, er hat Gewalt gegen eine Person ausgeübt. Das wird sicherlich nicht bei allen 250 Paar Schuhen der Fall gewesen sein. Aber selbst wenn es bei zwei oder drei oder vier Paar Schuhe der Fall war, dass er Gewalt angewendet hat, dann gehört er tatsächlich in ärztliche Behandlung.